Tja, was bleibt nach so einem Spiel zu sagen? 4-2 gewonnen, gedreht innerhalb von 7 Minuten. Wie ist die Gefühlslage bei dir? Ich bin überglücklich, weil ich endlich mal das Vertrauen, was ich bekomme, einfach in den letzten Wochen auch endlich zurückgeben konnte. Und dann vor allem auch allen drumherum, das sei den Fans, den Trainerteam, den Mannschaftskollegen. Und deswegen bin ich froh, dass das heute mal geklappt hat. Ja, es ist auf jeden Fall gut gelaufen heute mit dem 4-2, was ich dann noch erzielt habe, wo wir dann das Spiel damit entschieden haben. Und ja, ich bin natürlich froh, dass ich von der Bank immer kommen kann und dann mal ein Tor nachlegen kann. Und das hilft natürlich allen, mir und natürlich auch der Mannschaft. Was spielen auch die Fans vielleicht für eine Rolle? Die haben euch ja heute trotz der ersten Halbzeit, die eher durchwachsen war, trotz des Rückstandes unerbittlich weiter angefeuert. Merkt ihr das? Ist das dann eben auch ein Anteil davon, dass man so ein Spiel drehen kann? Auf jeden Fall. Ich sag's immer wieder und immer wieder. Ich bin jetzt froh, ein roter Teufel zu sein und ich brauche die Fans. Wir brauchen die Fans und es ist super, dass die uns auch so unterstützen. Und dann, ja, schon als der Anschlusstreffer gefallen ist, da haben die gemerkt, da läuft was und da haben die uns sehr richtig unterstützt. Und das habe ich auf jeden Fall gehört heute, obwohl ich meistens im Spiel eigentlich nichts mitbekomme. Aber heute habe ich das mitbekommen, das hat einen schon beflügelt und ich bin froh, dass wir die 3 Punkte jetzt mitnehmen konnten. Ja, das war natürlich nach 2-0 Rückstand auswärts in Fürth, die Fans von denen haben schon gefeiert nach jedem Pass. Das sind natürlich auch Sachen, die könnte ich dann auch rächen zum Schluss hin und das ist dann auch so passiert und ich glaube, wir sind jetzt nur überglücklich, dass wir die 4-5 Stunden, die wir jetzt zurückfahren mit dem Bus, einfach mit dem Sieg feiern können und ganz in Ruhe entspannen können.